Hallo und herzlich willkommen in der eiskalten Realität, beziehungsweise in Frostpunk. Beim letzten Mal haben wir unser Flüchtlingsszenario weitergespielt. Ein Szenario, in dem wir eine Stadt haben. Es kommen immer mehr Leute zu uns. Erst normale Menschen, jetzt kommen Lords. Die Lords kommen zu uns. Nochmal 100 Stück. Wir haben noch Häuser für 40, heißt, wir müssen noch 6 Häuser bauen. Und ansonsten müssen wir auch ganz schnell in die Forschung gehen, denn wir brauchen einen Mauerbohrer, weil ich kein Holz habe. Ich habe einfach kein Holz. Holz ist das größte Problem. Außerdem, Stahl läuft es gerade so okay. Wenn wir noch mehr Häuser haben und noch weiter aufheizen, wird das auch alles problematisch. Bedeutet, wir erforschen Mauerbohrer, dann machen wir Kohle besser und rationalisieren. Das gab's, glaube ich. Oh Gott, das sind die Lords. Lord Raven ist hier. Captain, mehr als 40 Kinder, die von einigen Männern geführt werden, haben sie für unsere Stadt versammelt. Sie wollen herein. Aber Lord Craven befindet sich auch unter ihnen. Was sollen wir tun? Ja, dann lass sie halt rein, wisst ihr? Kinder, Menschen, Obdachlose, Kranke. Rückt sie alle her. Einige Lords führen eine große Gruppe von Kindern in die Stadt. Lord Craven ist unter ihnen. Er schaut sich um, sichtbar verängstigt. Er hat all seine Macht verloren und ist auf die Gnade unserer Einwohner angewiesen. Die Kinder sind ungewöhnlich still. Die meisten von ihnen sind Waisen. Sagt einer Lords, der sie hergeführt hat. Okay, okay. Oh, Leute, was haben wir ausgelöst? Jetzt haben wir irgendwie so einen Oberlord, der unsere Leute davor versklavt hat. Die alten und neuen Feindseligkeiten zwischen den Lords und unseren Einwohnern machen das Zusammenleben äußerst schwierig. Um die Zukunft unserer Stadt zu sichern, müssen wir die sozialen Unruhen schnell eindämmen, bevor die Situation eskaliert. Okay, wie geht jetzt die... Hätte ich es doch schon eingedämmt. Ich wollte gerade sagen, hier, Leute, beten wir. Aber ist ja nicht mal nötig. Unzufriedenheit bei 0. Naja, das kommt noch, weil ich habe gerade 7 Häuser, muss ich noch bauen. Okay. Was habt denn ihr hier gefunden? Holz! Ich brauche Holz, ist ja nett. Bringt das direkt zurück. Holz ist immer gerne gesehen. Ja gut, dann fangen wir mal an, Häuser zu bauen. 1, 2... Und es war schon nicht genügend Holz. Und wir erlassen auch ein neues Gesetz, damit wir Leute, die ungehorsam sind, denunzieren können. Perfekt. Ah, okay, unser Holz ist da. Und dann könnt ihr jetzt eigentlich nochmal beim Landeplatz vorbeigucken, ob da irgendwas ist, weil ich habe gerade echt keine Aufgabe für euch. Den Mauerbohrer haben wir auch erforscht. Dann werden wir als nächstes die Sachen hier ultraschnell erforschen. Das dürfte recht schnell gehen. Was haben wir jetzt? Meine Frau hat uns erzählt, dass sie hörte, wie ihre Nachbarn sich über das Horten von Nahrungsmitteln und anderen Vorräten unterhielten. Wir werden diesem Hinweis nachgehen. Ja, super gemacht. So, wir haben den Mauerbohrer. Habe ich gar keinen Platz für den? Hallo? Ich gebe gar keinen Platz für den. Ah, hier. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gerade gedacht, ich wurde veräppelt. Oh, Gott sei Dank. Okay, dann haben wir jetzt Holz. Heißt, daraus müssen wir auf jeden Fall erstmal Häuser jetzt noch bauen. Wir dürften hier, haben wir eine Wärmezone. Ja, da kann ich auch dann Häuser rein platzieren. Dann haben wir da auch genug. Und sobald wir die alle gebaut haben... okay, was ist jetzt los? Captain, ein Lord streitet sich mit einigen unserer Einwohner. Sie sagen, dass er sich vordrängen wollte. Er ist der Meinung, dass seine adlige Abstammung ihm das Recht gebe, als Erster bedient zu werden. Was ist denn das jetzt? Oh, guck mal! Dadurch, dass wir die angestellt haben, können wir diesen Konflikt friedlich lösen. Sonst hätten wir eine von den Seiten verprügeln müssen. Ha, aber wir müssen das nicht. So, okay, wir haben einen Mauerbohrer. Durch den bekommen wir Holz jetzt ein bisschen besser. Dann müssen wir auch gar keine Häuser mehr bauen. Aber weil wir unsere anderen Häuser noch upgraden müssen, die Zelte, erforschen wir rationalisierte Häuser. Dadurch sind die Häuser billiger, sobald wir es erforscht haben. Und Captain, eine wütende Menge hat sich versammelt. Sie sind wegen Lord Cravens Ankunft außer sich. Sie wollen seinen Kopf. Er soll dafür bezahlen, was er unseren Leuten angetan hat. Er wollte unseren Tod. Und Tod soll er bekommen. Ja, eigentlich können die den töten. Weil, wenn nicht, wären die unzufrieden. Und ich muss sagen, der Lord könnte mir eigentlich nur Probleme machen. Aber die Sache ist, wenn ich den lynchen lasse, vielleicht rasten dann die Lords aus. Aber die Lords hatten ja auch Angst vor denen. Ja, komm. Töten die den halt. Was ist jetzt passiert? Captain Lord Craven wurde von der wütenden Menge gehängt.
Er hat bis zum Schluss keine Reue gezeigt. Ich würde alles tun, um meinen Leuten zu helfen, waren seine letzten Worte. Du würdest an meiner Stelle das Gleiche tun. Du tust es ja sogar bereits. Mach dir nichts vor. Unzufriedenheit steigt an. Singt. Oh, okay. Haben wir das Problem gelöst. Radikale Maßnahmen, Leute. Ja gut, dann machen wir noch einen letzten Heizungskreis. Mehr brauchen wir danach nicht mehr. Und den machen wir hierhin. Und jetzt werde ich hier, weil wir haben so viele Leute, die einfach nichts machen. Wir haben noch 46 Ingenieure, werden wir hier Werkstätte platzieren. Dafür muss der Friedhof umplatziert werden. Ich wette, meine Leute rasten deswegen wieder irgendwie grundlos aus. Oh, was ist jetzt passiert? Captain, einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperatur in ihren Unterkünften. Ihre Argumente, dass man bei Kälte schneller krank wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Ja gut, dann werde ich einige Unterkünfte schon beheizen. Sind die nicht beheizt? Ach so, das sind die Zelte. Ja, die werden wir ja gleich upgraden, sobald wir das erforscht haben. Und hätten wir gerade nicht dieses Event, dann würde ich hier auch einfach Überstunden reinmachen, aber darf ich ja nicht. Oh, und ich habe es geschafft. Klassenkonflikt gelöst. Du hast es geschafft. Die sozialen Unruhen sind eingedämmt. Wir sind auf einem guten Weg. Die Feindschaft zwischen unseren Einwohnern und Lords wurde beendet. Ja, dann habe ich es gekettet. Ja, nice. Hä? Wir sind alle gleich. Wir haben alle in unserer Stadt gelassen und mit dem Aufbau einer Stadt willkommen, in der die Menschheit nicht nach ihren sozialen Klassen, sondern nach ihren Talenten beurteilt wird. Wir hoffen, dass die Erinnerung an die Feindseligkeit zwischen unseren Einwohnern bald verblasst. Zum ersten Mal haben wir die Möglichkeit, wirklich zusammenzustehen. Hä? Habe ich jetzt schon wieder gewonnen? Wir haben überlebt? Hä? Ich habe gedacht, es kommt noch ein Sturm oder irgendwas. Die haben nicht mal richtige Häuser, guck doch! Oh nein. Ich wollte, die haben doch gefroren. Und ich konnte noch Automatonen bauen. Ein langer Pfad von Flüchtlingen. Pilgert auf dem Weg zum einen gestohlenen Zuhause. Was sind das, diese Szenarien? Irgendwie hören die immer auf, bevor es anfängt. Irgendwie habe ich gedacht, am Ende, ich habe auch beim anderen gedacht, da kam doch auch ein Sturm. Und ich durfte den Sturm dann noch nicht mehr spielen. Im Hauptspiel durfte man doch noch den Sturm durchspielen. Und hier, der Sturm kommt einfach nicht. Dann kamen die Lords. Wir hofften, es könnte funktionieren. Probleme eskalierten. Irgendwie, es gab gar keine Probleme. Irgendwie, es gibt ja auch keinen Schwierigkeitsgrad. Die Szenarien haben ja einen festen Schwierigkeitsgrad. Ich hab den einfach lynchen lassen. Und dann waren alle glücklich. Ja, vielleicht hätte ich länger spielen dürfen, hätte ich die aufgehalten. Aber ich hatte kein Herz. Ich habe den einfach sterben lassen. Wenigstens konnten wir hoffen. Zack. Ja, irgendwie war das wieder einfacher als gedacht. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, der Mega-Showdown kommt noch, kam aber nicht. Ja gut, das war eine kurze Folge. Hätte ich es gewusst, hätte ich die letzte Folge einfach ein bisschen länger gemacht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich glaube, das war's mit Frostpunk. Gibt's noch ein nächstes Szenario? Der Fall von Winterheim gibt's noch. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Ja, Tja, war's heute halt kürzer. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.